Das sind beunruhigende Bilder, die uns aus dem Irak erreichen. Die Terrormiliz IS ist dort wieder auf dem Vormarsch. Was viele bei uns in Deutschland nicht wissen, unter all denen, die sich gegen diese menschenverachtenden Islamisten stellen, sind immer mehr Christen. Das Kreuz tragen sie als Erkennungszeichen. Das Geld für ihre Waffen, das erfuhren Stefan Meining und Ahmed Chenyurt an der irakischen Front, kommt unter anderem auch aus deutschen Kirchengemeinden. Rapsfelder auf fruchtbarem Boden, soweit das Auge reicht. Wir sind in der Ninive-Ebene im Nordirak. Mit militärischem Begleitschutz fahren wir Richtung Front. Deshalb sind auch wir ein Angriffsziel. Erdwälle und Sandsäcke geben Deckung vor Scharfschützen und Mörserangriffen. In Sichtweite vor uns Stellungen mit der Fahne des sogenannten Islamischen Staates, abgekürzt IS. Die Ninive-Ebene im kurdischen Nordirak, hier grün markiert, ist seit biblischen Zeiten ein urchristliches Land. Im August letzten Jahres errichtete der IS in Teilen der Ninive-Ebene ein Terrorregime. Massenmorde und Vertreibungen waren die Folge. Erklärtes Ziel der Terrormilizen des IS ist die völlige Auslöschung des Christentums und anderer religiöser Minderheiten. Diese christlichen Milizionäre wollen ihre Heimat gegen den IS verteidigen, als integrierter Bestandteil der kurdischen Peschmerga-Armee im Nordirak. Gemeinsam stehen sie mit ihren kurdischen Kameraden in der vordersten Linie. Modernes Kriegsgerät geben ihnen die Peschmerga allem Anschein nach nicht. Wir haben von den Peschmerga keine Waffen bekommen, bis heute. Wir sind hochmotiviert und möchten unbedingt gegen den IS kämpfen. Ihre wenigen museumsreifen Waffen haben die Christen auf dem Schwarzmarkt mit Spendengeldern gekauft. Das erzählt uns ihr Kommandeur. Er wuchs in der Schweiz auf. Woher stammt das Geld? Wird auch in Europa und in Deutschland dafür gesammelt? Ja, wir haben von überall, von unseres Volks, der christliche Volk, das in Europa und Amerika und Deutschland, vor allem Deutschland, die haben für uns Spenden geschickt. Wir haben mit diesen Spenden haben ein paar Stück Waffen gekauft. Kann das sein? Ein paar Tage später in Pfullendorf in Baden-Württemberg. In Deutschland leben inzwischen Hunderttausende orientalische Christen. Viele spenden, wie hier, Geld, auch um damit Waffen im Irak zu kaufen. Der Gemeindepfarrer bittet in arabischer Sprache ganz offen um Spenden. Wir schämen uns nicht dafür, dass wir Spenden erhalten haben. Und diese Spenden bleiben in Erinnerung an das großzügige Volk von Pfullendorf, das gespendet hat für die Waisen, für die Witwen, für die Menschen, die die Ehre unserer Frauen verteidigen in unseren Ländern und unsere Würde. Spendengelder für Waffenkäufe? Wir haken nach. Wird von den Geldern auch Waffen gekauft? Ja, hier gab es eine Feier zum Tag der Märtyrer. Wir haben für sie gebetet und die Leute haben gespendet und das Geld, das dort angekommen ist, wurde von den Gläubigen in Deutschland in der Gemeinde Pfullendorf gespendet. Ein Mitglied der Kirchengemeinde, ein Lokalpolitiker der CDU, sagt, was viele hier denken. Selbstverteidigung ist da gottgegebenes Recht und wir müssen davon in Anspruch nehmen. Zurück in der Ninive-Ebene im Nordirak. Zurück bei der kleinen christlichen Freiwilligenmiliz von Sherbil Mati. Noch vor einem Jahr war er Journalist. Erst nach dem Vormarsch des IS wurde er Mitbegründer der Miliz. Die meisten Kämpfer seiner Einheit müssen erst noch ausgebildet werden. In der Geisterstadt Teleskov trainieren sie den Häuserkampf. Im August letzten Jahres besetzte die IS-Terrormiliz die Stadt für eine Woche. Die Bewohner konnten in letzter Minute fliehen. Plötzlich explodiert in der Umgebung eine Granate. Keiner schert sich darum. In der Luft dröhnen Flugzeuge. Frontalltag in der Ninive-Ebene. Manchmal die kommen vielleicht die ISIS, die kommen vom hier zum sich verstecken, dass sie uns zu uns gekommen, etwas zu machen, zum Töten und zum Bombardieren von hier. Und die Bundesregierung?
Kurdische Peschmerga-Soldaten erhielten deutsche Waffen und wurden in Deutschland ausgebildet. Christliche Milizionäre, die mit den Peschmerga im Irak kämpfen, bislang nicht. Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Konsistenz, Geschwindigkeit, Lernbereitschaft und Entschlossenheit hier auch die Peschmerga diese Übungswoche absolvieren. Auf die Verteilung der Waffen will das Verteidigungsministerium keinen Einfluss nehmen. Zitat: Welchen Einheiten der Peschmerga zu welchem Zeitpunkt die übergebenen Waffen aus Deutschland zur Verfügung gestellt werden, obliegt alleine der militärischen Führung der Peschmerga. Mit anderen Worten, die Christen im Irak sind auf sich allein gestellt. Wir verlassen die Ninive-Ebene Richtung Erbil. Die kurdische Millionenmetropole im Nordirak wurde zu einem ersten Zufluchtsort für Zehntausende Christen, auch aus der Ninive-Ebene. Eine Hochzeitsgesellschaft vor Flüchtlingszelten, in Erbil ganz normal. Der ehrenamtliche Vorsitzende des Zentralrates der orientalischen Christen in Deutschland, Simon Jakob, ist nach Erbil gekommen, um sich vor Ort zu informieren. Exklusiv im Report München-Interview bestätigt er die Sammelaktionen für Waffen in Deutschland und verlangt mehr Unterstützung der Bundesregierung. Natürlich widerspricht das eigentlich unserer Philosophie, aber was sollen wir machen? Wir haben keine andere Möglichkeit mehr. Wir haben keine andere Wahl mehr, als in die Kirchen zu gehen und den Menschen zu sagen, wir sterben dort, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, unterstützt uns. Was sollen wir denn tun? Es ist essentiell wichtig, dass die Bundesregierung Druck aufbaut, damit zum Beispiel die Waffen, die dorthin geliefert wurden, auch an die Minderheiten verteilt werden, die sich bei den Peschmergas, also bei den regulären Truppen im Irak eingebracht haben. Das ist essentiell wichtig und dieser Druck muss aufrechterhalten werden. Sherbil Mati und seine Männer wollen auch in Zukunft ihre Heimat gegen den IS verteidigen, auch wenn ihnen hierzu die notwendigen Waffen fehlen.